Hallo, mein Name ist Roman Karlczek und es freut mich an dieser Stelle, euch wieder etwas zeigen zu können. Nun, ich arbeite ja seit einiger Zeit, nämlich seit einigen Wochen, seitdem ich die XH2 habe, an meiner Vervollständigung meiner Fotoausrüstung. Ich schaue mir sukzessive Objektiv an, die den X-Mount hätten bedienen können. Ich sage es gleich dazu, ich schaue mir mal primär nur Autofokus-Objektive an. Und da gibt es natürlich jetzt schon mehrere Anbieter, das ist cool. Es gibt die Firma Tamron, es gibt die Firma Sigma, die dafür erzeugt, also AF-Objektive. Es gibt auch Wildrox. Wildrox habe ich überhaupt keine Erfahrung, weil ich auf Wildrox-Objektive keinen Zugriff habe. Und ich möchte mir diesen Zugriff nicht so verschaffen, dass ich bei Amazon etwas bestelle, wo ich weiß, ich sende es sowieso zurück, aber interessieren würde es mich halt, wie das funktioniert. Und das ist, glaube ich, nicht die richtige Methode, YouTube-Videos nur aufgrund dessen, dass man sich etwas bestellen kann, wieder zurück zu produzieren. Wenn, dann habe ich wirkliches Interesse dran. Das ist einmal so, warum Wildrox bei mir draußen ist. Ich habe Sigma, die drei Sigma-Objektive, nämlich das 16mm, das 30mm und das 56mm bei mir momentan in der Tasche. Muss aber dazu sagen, dass ich das 56mm wahrscheinlich tauschen werde gegen das Fujinon 56mm 1.2 aufgrund des Glases. Das hat jetzt nichts mit Unschärfe zu tun oder sonst irgendwas, sondern das Glas, das in der Fujinon verbaut ist, in dem Fujinon Objektiv verbaut ist, hat einen wärmeren Ton. Ja, also wenn man da fotografiert damit, und das gefällt mir schon sehr gut. Aber das ist mein eigener Geschmack. Ja. Wie ein anderer sagt, nein, ich möchte eher in den weiß-blauen Tönen haben oder grünstichigen Tönen, bin ich eher so, ich sage, warme Farben gefallen mir gut. Vor allem schaue ich mir jetzt nun immer wieder die Fujinon-Objektive an, aus dem Grund, weil sie ja von der Kamera eine Unterstützung erfahren. In der Software der Kamera werden bereits die Objektive, sozusagen, die haben Objektiv-Layer hinterlegt, die dann sagen, ja, da passiert eine Polsterung, die können wir gleich rausrechnen und. Da gibt es verschiedene Vorteile und auf diesen Vorteilen möchte ich nicht verzichten. Deswegen kommt auch mir weniger Tamron vor, wobei ich sagen muss, das 1770er vom Tamron. Erste Klasse, was das betrifft, leicht, ja, die Brennweite und auch die Lichtstärke, die durchgehende von 2.8, das haben wir im Fujinon-Bereich nicht, also 1770 gibt es im Fujinon-Bereich nicht, es gibt andere Brennweiten, aber da muss ich sagen, hat Tamron sehr Gutes geleistet. Was fehlt, ist eben die Unterstützung durch die Kamera im Autofokus-Bereich und dergleichen, wobei auch sagen muss, ich habe Autofokus, ist wirklich gut auch auf diesen Objektiven. Es ist ein persönlicher Geschmack, dass ich hier zu Fujinon greife. Dieses Video wurde durch niemanden gesponsert, aber durch die Zusammenarbeit mit der Firma Digital Store und deren Partnerfirmen ermöglicht. Allgemein. Gut, 70-300. Hammer Objektiv. Wir haben hier auf der Kamera drei Schalter. Wir haben einen Schalter, damit können wir einen Lock auslösen. Das heißt, Lock heißt, dass dann das Ganze nicht mehr ausfährt. Das ist eine ganz gute Funktion, damit sie mit der Tasche, wenn sie es aus der Tasche zieht, wenn die meisten Objektive sind ja so drinnen, rauszieht, dass es nicht gleich rausfährt. Ganz super Sache. Der zweite Schalter ermöglicht mir hier unten die Umschaltung von dem Blendenring, der sich am Objektiv befindet, auf die Automatik der Kamera bzw. auf das vordere Rad der Kamera. So, jetzt gibt es Folgendes. Dieser Blendenring ist nicht angedruckt. Das heißt, ich weiß nicht, bei welcher Stellung hat er jetzt eine Ausgangsblende von 4.0 und bei welcher 5.6 oder 22, sondern das ist ein elektronischer Ring. Das gefällt mir aber besser, als gar keinen Blendenring zu haben. Das ist mein persönlicher Geschmack, ja, dass ich gern auf einem Objektiv einen Blendenring haben möchte. Dann haben wir noch einen Schalter hier, der heißt Full und 5 Meter bis unendlich. Was bedeutet das? Also laut dem Handbuch soll der zu folgenden Sachen führen. Wenn ich Full habe, dann macht er von der nahen Stellgrenze von 0,89, wird angegeben in den technischen Blättern, von 0,89 Meter
bis hin zu unendlich fährt er scharf durch. Das heißt, er sucht dann in diesem Bereich, wo ist das Objekt, das ich scharf stellen muss. Wenn ich aber jetzt auf 5 Meter bis unendlich schalte, dann sucht er erst ab der Grenze von 5 Meter Objekte, die er dann bis unendlich scharf stellen muss. Und das bringt einen Schnelligkeitsgewinn. Ja? Damit gibt es diesen Schalter hier unten. Ja? Im Prinzip das Objektiv ist auch stabilisiert, ein OIS-System ist da drinnen. Das heißt, das kooperiert jetzt ganz nahe mit dem OIS-System, also beziehungsweise mit dem eingebauten Verwackungsschutz der Kamera super. Weil die führen einen Dialog und der sagt, wer stabilisiert jetzt von uns beiden? Stabilisieren wir beide oder nur einer von uns? Ja? Und das ist eben der Vorteil von diesen Objektiven, von den Fujinon-Objektiven, dass hier solche Kommunikationen aufgebaut werden können und hier auch versucht wird, das Beste daraus zu machen. Ja? Das ist eben die KI oder beziehungsweise die Firmware dieser Kamera. So, jetzt habe ich das einmal von der Haptik her vorgestellt. Ausgefahren schaut das Ganze dann so aus, ich mache es mal auf. Ja, das kriegt schon eine relativ klasse Größe. Und eingefahren schaut so aus, ja. Ja, und das wäre es eigentlich. Das ist die Haptik. Jetzt schauen wir uns einmal die Bildqualität an in Form von Charts, die ich fotografiert habe. Seid gespannt, was da rauskommt. Gehen wir mal die Bilder im Einzelnen durch. Also wie ihr seht, hier steht wieder die Brennweite und hier der Blendenwert. Wir sind jetzt bei der Ausgangsblende von 4.0. Bei einer Ausgangsbrennweite von 70 mm. Ich suche mir da jetzt wieder ein Referenzeck, gehe da auf die 1:1 Darstellung, ihr seht, die Mitte ist wieder ganz super klar aufgelöst. So, jetzt geht er runter. Ja, da kann man das gut beobachten. Und auch schon bei der Ausgangsblende von 4.0 und der Brennweite 70, ein tolles Bild, muss ich sagen. So, gehen wir auf die nächste. Jetzt sind wir 4.5, toll. Und ab 5 wird es crisp. Ab 5.0 ist das Bild am Rand crisp, dass die Mitte immer passt. Ja, das wissen wir jetzt schon in der Zwischenzeit, die passt immer. Der Rand ist halt das, wo es meistens irgendwo Schwächen gibt. Aber hier bei diesem Objektiv, bei 5.0, ist es wirklich toll. Wir haben jetzt da 5.6, alles super. 6.4, 7.1, 8, 9, 10, alles toll. 11, 13, so, 16, 18, gut, und jetzt schauen wir mal, bei 20, gehen wir zurück, ja, leicht, ganz leicht, ganz leicht, und bei 22 auch ganz leichte Verwaschung, aber das Bild ist toll, ja, also dann muss man sagen, das kann noch was, ja. So, gehen wir auf die nächste Brennweite, und die nächste Brennweite wäre von 70, wäre auf 100, wir gehen wieder links runter. Da haben wir jetzt ein paar Zahlen. So, 4.5 Ausgangsblende. Wie gesagt, bei diesem Objektiv ist es so, mit der Steigerung der Brennweite beginnt auch die Steigerung bei den Blendenwerten, die Ausgangsblende. Die hat sich jetzt auf 4.5. Tolle Auflösung. Und ab 5.6 wirklich crisp. Crisp, crisp, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20 noch immer sehr gute Abbildungsleistung, bei 22 leichte Mattierung, ja, das sieht man auch hier, glaube ich, na, das sieht man nicht so stark, aber wenn Sie diese, bei diesem Marker da 30 ansieht, ja, sieht man dann das, die Beugung, die dann vorhanden ist, 18, 20 und 22. So, jetzt gehen wir zur nächsten Brennweite. Die nächste Brennweite wäre nach 100, 135. Wir beginnen hier bei einer Ausgangsblende von 5.0. Ja. Auch hier sehen wir schon wirklich tolles Ergebnis. 5.6. Oh, das ist schon crisp. 6.4, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, toll. 16, toll. 18, wirklich toll. Und hier bei 20, wir sind zwischen 18 und 20 beginnt die Beugung. Dennoch ist Abbildungsleistung noch immer super. Und bei 22 haben wir dann die ganze Beugung. Wobei, noch einmal, die Bildmitte immer cool. Immer cool, ja. So, ja, die nächste Brennweite, es ist 200. Gut, gehen wir mal vorwärts. Also bei der Ausgangsblende von 5.0, gute Auflösung. 5.6, ja, und jetzt 7.1, das ist alles crisp. Super,
9, 10, 11. Ja, bei 13 fällt es ab, aber dafür bei 14 wieder cool. 16 cool, 18 cool. Ja, bei 20 natürlich die erwartbare Beugung. Also zwischen 18 ist noch gut, 20 ist noch gut und bei 22 dann die erwartbare Beugung. Jetzt sind wir bei der Brennweite 300, also bei der letzten Brennweite, die wir da am Schirm haben. So, ihr seht, Ausgangsbrennweite 5, 6, wirklich super scharf. 6, 4, 7, 1, noch besser. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, alles cool. 18, 20, ja, und wir sind am Ende. Also ihr seht, die Brennweiten 70, 100, 135, 200, 300 in Kombination mit den Blendenwerten. Man muss immer dazu sagen, dass die Blendenwerte steigen, die Ausgangsblenden steigen mit zunehmender Brennweite. Alles wirklich sehr schön abgebildet. Ich kann nur sagen, ich bin hochzufrieden. Alle Brennweitenbereiche, alle Blendenwerte bis an den Rand scharf. Ja, scharf. Nicht crisp scharf zwischen 18, 20 und 22, aber scharf, einwandfrei. Die letzten drei Blenden oder die letzten zwei Blenden bei manchen Brennweiten, das führt darauf zurück, dass es einfach ja, Beugung ist. Das ist Physik, da kann man nichts dagegen machen. Ich wünsche euch mit eurem Equipment das Beste, egal ob ihr jetzt Fujiana seid oder nicht. Eins möchte ich noch sagen, es gibt noch einen Objektivtest von mir, 50-140, durchgängige Blende 2.0, der kommt im Bilde, werden wir uns dann wieder miteinander anschauen, aber ich denke, auch da wird Fujinon nicht versagen. Eine Entschuldigung an diejenigen, die mir schreiben und sagen, du, war nicht schlecht, wenn du jetzt dieses XC-Objektiv mit der Brennweite auch probieren könntest und uns sein könntest, wie sich das eigentlich auf einen 40-Megapixel-Sensor auswirkt. Ich leihe mir Objektive oder mir werden Objektive geliehen, wo ich sage, die stehen auf meiner Liste, ja, und die Firma weiß, wenn sie passen, kaufe ich sie dort ab. Beim XC weiß ich im Groben, ich kaufe keine XC-Objektive, weil sie sind Kompaktobjektive, die sind von Fuji erzeugt worden für günstigere Kameramodelle, ja. Die haben eine ganz andere Bauweise, sie sind kein Mist, aber trotzdem nicht für die hohen Anforderungen von zum Beispiel so hochauflösenden Kameras gebaut worden. Und die werdet ihr auch wahrscheinlich in der Auflistung nicht finden, dass sie mit dieser Kamera zusammenpassen. Wie gesagt, da bin ich meinen Grundsatz immer treu, ich nehme mir nichts, wo ich weiß, ich gebe sowieso wieder zurück, nur weil es mich interessiert. Wenn ich irgendwann einmal so ein Stück in die Hand bekomme, wenn man sagt, schau dir das doch an, ja, dann mache ich gerne einen Test drüber, aber dass ich von mir jetzt das sage zur Firma, gebt es mir doch irgendwie oder lasst es mir über die Firma Fuji das zukommen, da schrecke ich schon ein bisschen zurück. Es ist auch, das Besorgen ist nicht einfach, ja, ich muss da in die innere Stadt fahren von Wien, also ich wohne ja am Stadtrand, und muss dann in die innere Stadt fahren, das ist alles nicht so einfach. Gut, nur, das möchte ich jetzt nur an dieser Stelle sagen, dass es nicht erscheint. Ihr könnt jedes Material der Welt da kriegen und herzeigen. Es ist, wie gesagt, ein Vertrauensverhältnis zwischen mir und der Firma da und auf dem Vertrauensverhältnis bauen wir unsere gegenseitige Wertschätzung auf. Bitte seid mir nicht böse, aber XC-Objektive sind sicherlich nicht die Klasse, die eine 40-Megapixel-Kamera vertreibt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss für meine deutschen Kumpels. Ein Salü an meine Schweizer Kumpanis. Ein Servus an meine österreichischen und bayerischen Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.